Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Wir sind wieder im Ripper-Gebiet, diesmal mit Skizzo. Auch nicht. Den wollen wir am Deshalb müssen allermeisten wir hassen. vorsichtig sein. Also zumindest für mich, Wenn ich sie hasse uns ihn erwischen, wirklich. haben wir nicht genug Munition. Genau der muss dabei sein. Ganz genau. Absolut im feindlichen Territorium. Nichts schön und so. Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Wir machen hier schon sowieso einen großen Fehler, dass wir denen vertrauen. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit, hier entlang. Oh, das ist wieder so eine scheiß Carlos-Predigt. Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Noch mehr Rest in Peace-Scheiße? Verdammt, Carlos, lass doch einfach deine Worte in Frieden ruhen. Scheiße. Verdammt. Nein, 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 lass sie. Lass sie. Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln. Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt. Ist er wer? Hilf mir bitte. Komm schon. Bitte. Na los, wir müssen weg. Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey. Skizzo, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie. Ich hab sie. Oh Ihre mein Beine sind Gott. Gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu es einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Es ist alles okay. Alles ist okay. Wir gehen hier lang zurück. Scheiße. Das ist übel. Ist okay? Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf!
Schild. Runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Los, weg hier. Weg hier. Der Fuck, Alter. Durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Schizo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Komm. Es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Naja, vielleicht hier. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Ist verriegelt. Bro, da kommst du nicht rein. Warte, warte langsam. Du doch, erst reinkommen. Lol. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Boah, nix drin, ja. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick. Du hast was gut. Ernsthaft. Ach, lass gut sein. Lass uns einfach weitergehen. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Du kriegst durch, ich halte. Nein, nein, nein. Du gehst, ich hab's. Los. Los, los. Halt es jetzt für mich. Oh, Scheiße. Verdammt. Ja, klemmt. Zieh. Klemmt. Dieser Wichser. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Dick! Dick! Oh, Scheiße. Fällt dir das? Was hiervon? Hast du genug? Ha? Na los. Was damit? Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Das war's. So, hier, die Tür ist auf. Ja. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll.
Wie sollen wir denn da hoch? Komm, einer hebt hoch. Hilf dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Wissen wir das hier nicht auch? Nee. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier, Kopf einziehen. Alles klar. Hey, das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Fest verriegelt. Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Verräter Drecksau. Gott, ich hasse ihn. Das hätte man sich doch eigentlich denken können, ohne Scheiß. Was haben wir denn, Salat? Das sieht absolut scheiße aus. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Jesse. Oh, shit. Jesse, was soll das? Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Wie du und Boomser und Jersey Jim mich festgehalten hat. Als Jack mit der Fackel kam. Jesse, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja. Ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh, wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, ja! Yeah! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boomser, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh, Gott! Ah!
weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Busa, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Busa gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Oh shit. Oh shit. Lisa. Ich sah, wie sie dich herbrachten. Lisa. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Das ist so geisteskrank. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Sind tot. Lisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben. Unser Arm, unser Richter. Der wurde auch ordentlich abgekugelt. Alter Schwede. Warte mal, kann man mal hier jetzt nicht gehen? Warte mal, Fotomodus. Oh, scheiße, tut das weh. Ah. Nee. Fokus ist scheiße. Besser, besser, besser. Ah. Ja, das tut richtig weh. Das hatte schon was von Busas Verbrennung. Alter. Aua, aua, aua. Aber es hat sich ausgezahlt. Lisa hat uns geholfen. Lisa. Frei. Wenn sie mich sehen, dann reißen sie die ganze Bude hier ein. Keine Sorge, ich werde. Dich aufzuschicken. Hörst du es jetzt? Die Narben sind tief. Vergiss deine Narben. Sein Heil des einen Geistes. Ich muss rausfinden, wo mein Zeug ist. Schließ dich uns an, oder du wirst befreit. Schließ dich an, oder wir. Befreien dich! Da war doch was. Was? Das Feuer.
Ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Das ist ja interessant. Wird angezeigt, das hätten wir die MP, aber wir haben sie doch nicht. Das nehme ich. Ich habe mal eine Frage. Was soll das Ganze? Ha? Ihr holt euch Leute hierher, macht sie irre, stehlt ihr Zeug. Und dann was? Nehmt alles und werft in das Feuer da draußen, ja? Scheiße, Mann. Oh, hallo. Ja. Ich hab noch eine Frage. Meine Kutte. Was? Meine Kutte, meine Lederjacke, meine Scheißjacke, wer hat sie? Weiß nicht. Okay. Halt, halt, halt! Er ist weg! Hat es genommen und ist einfach weg! Komm zu uns! Okay, schauen wir uns mal um. Keine Gnade. Nicht für River. Was haben wir hier lang? Er ist vor kurzem hier weg. Die sind frisch. Hey. Tu mir einen Gefallen. Zieh das Ding aus. Ja, ja, ja. Wir tilgen deine Seele. Ja. Danke. Steig hinab, Arschloch. Bist du ein Erfundener? Oh. Wir sind Gefundene. Du wirst nie ein Gefundener. Nein! Nein! Knapp, diese Drecksau! Lisa, Lisa, hör mir zu. Okay, du hast mich befreit. Hier ist es nicht sicher. Komm mit mir, bevor... Nein! Schön, dann komm nicht mit, aber du musst sofort von hier weg. Sonst töten sie dich. Hast du mich verstanden? Ja. Los! Okay, pass auf.
Lauf so schnell du kannst. Meide die Straße und bleib auf keinen Fall stehen. Los. Ich folge Carlos. Was haben wir denn hier? So, das wird jetzt lustig. Bissl Action-Mixion. Hörst du mich? Usa, wenn du mich hören kannst. Es ist Skizzo, er hat mich hereingelegt. Die Ripper, Boozer, sie kommen. Du musst Iron Mike warnen. Ziemlich scheiße. Ich muss zu meinem Bike zurück. Ich brauche mein Bike. Es war bei diesem Haus Feuer. Was ist es? Ich hab's Skizzo überreden lassen. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte es wissen müssen. Wie konnte ich nur zulassen, dass Skizzo mich verarscht? Tattoos hätte Jack dir die Gurgel rausschneiden sollen, Jesse. Bin gleich da. Boozer! Boozer! Lost Lake Camp, kommen! Skizzo ist auf dem Weg. Mit Rippern. Hörst du mich, Mann? Kann mich irgendjemand hören? Verdammt! Lost Lake! Scheiße! Da, da! Es ist noch da. Oh je. Boozer, bist du da? Ricky, Lost Lake Camp. Jemand da? Deacon. Ja, ich bin's. Moment, warte! Deacon, Mike hat den Suchtrupp geschickt. Ricky, hör mir zu. Die Ripper sind hinter Boozer her. Dick? Nein, verdammt! Hey, nicht schießen, das ist Deacon. Iron Mike hat uns losgeschickt. Weiter, ich halte sie euch vom Hals! Nicht zurück zum Camp! Keine Sorge, ich mach das schon! Wir müssen sie stoppen! Mehr von denen!
nein, weiter! Fahrt weiter! Wir sind fast da! Alter, what the fuck? Fahr drumherum, nicht bremsen, okay? Wir sind fast da. Ihr fahrt zum Osttor rüber, verstanden? Zur Hauptbrücke. Ich biege hier ab und komme dann über den Steg, über den Sumpf. Wenn ihr Boozer seht, dann sagt ihm, die Ripper sind hinter ihm her, verstanden? Verstanden. Hey, St. John. Viel Glück, Dean. Euch auch. Und wenn ihr Skizzo seht, dann bringt ihn um. Das ist natürlich die Eskalation, wo wir die ganze Zeit irgendwie drauf zugesteuert sind. Es lief alles viel zu gut. Es war klar, dass irgendwas passieren wird. Das war ja vorhersehbar, wenn wir mal ehrlich sind. Nein, nicht mehr schreien! Hey, nein! Hey, ist okay, ich werde dir nicht wehtun. Komm schon. Okay. Hey, nein, alles gut. Es ist nicht tief, wird schon wieder. Jetzt hör zu, sieh mich an. Ich suche nach Boozer und Skizzo. Kennst du sie? Weißt du, wo sie sind? Ich weiß es nicht. Ich meine, das alles, es ging einfach so furchtbar schnell. Sie waren überall. Die Ripper, sie waren plötzlich im Camp und sie folterten uns. Ja. Sie schnappten mich. Und doch Jan, Eric, Clay. Hey, sag mal, wie heißt du? Nicole, kannst du mit Waffen umgehen? Ja. Gut. Ja. Okay. Siehst du den Turm da hinten? Ich will, dass du draufsteigst und in Deckung gehst. Wenn Ripper hier durchkommen, bläst du ihm den Kopf weg. Ich gehe und suche deine Freunde. Okay? Los. Okay. Alter Falter. Das ist schlecht. Holy shit. Leise, keine Zeit. Ihr kennt auch Nicole, oder? Okay, dann hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg, sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen, verstanden? Du bist ein Engel. Mein Gebet wurde erhört. Gut, dann los! Danke. Okay, Nicole, ich hab meinen Job gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. Wohin, Ricky? Ich, Dick, Ripper, sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt! Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Deacon? Eddie. Nein! Oh, verdammt, Ricky. Ja!
Da ist es. Nicht! Lass sie gehen. Bitte! Nicht! Ihr seid Verirrte! Verirrte! Nein, 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 nein! Waffenstillstand! Waffenstillstand! Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Ich hörte jemanden rufen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Warte, warte, warte. Halt mal, halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Ein Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Ich kann nicht mehr, wie lächerlich das ist. Tut mir leid. Einfach alles. Oh Gott, mir auch. Mitten im Kampf einfach so Waffenstillstand. Das ist doch alles nur ein Missverständnis. Sie wollen nur... Sie stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute. Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, Ruhe! Steig hinab, Bruder! Steig, warte. Okay, Schizo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal, warte! Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von oh, mir? Oh, verdammt nochmal, Schizo. Erzähl's ihm, oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Okay! Ich hatte einen Deal mit Carlos. Okay? Mike? Aber das... Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Mehr will er gar nicht. Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Mike. Bitte. Dick. Schön, dass du wach bist. Aber lass ihn los. Dick. Okay. Okay, also... Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur Verirrte lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deke. William. Die Biker Boys oder wie ihr sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Großer Oberhäuptling der R.I.P. Hey, hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Oder wir alle sterben. Genau hier. Und jetzt. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht. Du mieses Loser! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Hey, das war's noch nicht, Carlos. Steig hinab, Bruder. Ich geh zur Seite. Geh zur Seite! Mike, hey, ich will nur sagen... Bringt ihn in die Zelle. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und... Ihr hört nicht zu!
Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln. Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren. Schafft ihn hier weg. Lasst mich los. Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Die Ripper geben nicht auf. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf! Weißt du, wer das war? Jesse. Mhm. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm. Ja, ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Die Nacht im Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass ja, es ist eine Scheißidee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Skizzos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Ey, ist das okay für dich? Ja. Oh, Baby. Oh, ja. Das ist unser Krieg. Der, was für eine geisteskranke Folge. Das war wirklich ordentlich. Ripper Axt haben wir als Herstellungsrezept bekommen. Rohrbombenrezept. Dick, hörst du mich? Melde dich, Mann. Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und... Ja, gut, ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem, was sie getan haben. Ja, okay, toll. Rede mit Iron Mike über den Scheiß. Fertig. Aber wir müssen reden. Nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Was? Zu spät. Wir reden doch gerade. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Es ist immer wichtig. Ricky, ich muss jetzt los. Deacon, warte! Sorry, Ricky, wir reden später, okay? Deacon, Ende. Können wir mal unseren Arm verarzten, Digga? Irgendwie mal eine Bandage oder sowas drüber machen, Digga? Das ist eine heftige Verbrennung, was wir da haben. So, können wir jetzt noch ein bisschen den... Ah ne, das ist ja nur der Sprengstoff. Hier ist ja gar nicht die Zelle. Ich hab gedacht, die haben mir vielleicht hier reingesperrt. Ich sollte nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Unbemerkt? Scheiße, ich muss wirklich mich schleichen. Mitschleichen ist es. Ist irgendjemand? Nö. Alright. Finde Sprengschnüre in Skizzos Hütten. Bitte. Na, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer World Gamer YouTube. Ciao.